Sophie träumt, doch nicht so wie die meisten Menschen. Nacht für Nacht betritt sie eine Welt, die sie selbst erschaffen hat. Auf ihrer Insel kann sie das harte Schicksal vergessen, das ihre Familie getroffen hat. Ihr Vater liegt seit einem schweren Unfall im Koma. Wie weit diese Traumdimension wirklich reicht, begreift sie jedoch erst, als mit Shirin und Amin zwei Gleichgesinnte auftauchen. Mit ihnen entdeckt sie fremde Welten und macht sich auf die Suche nach ihrem Vater. Sie hofft auf die vielleicht letzte Chance, sich mit ihm auszusprechen, und begibt sich dabei auf eine gefährliche Reise.